Hier im Duisburger Hafen wird die wirtschaftliche Abhängigkeit von China deutlich. Über den Hafen und die 11.000 Kilometer lange neue Seidenstraße gelangen Waren aus China nach Europa und umgekehrt. Dadurch sichern sich chinesische Unternehmen neue Märkte. China hat durch die Seidenstraße enorm an wirtschaftlichem Einfluss hinzugewonnen, ist der wichtigste Handelspartner für Dutzende Länder im globalen Süden geworden, aber auch in Europa. In Deutschland zum Beispiel ist China mittlerweile der zweitgrößte Handelspartner und hat alle unsere Nachbarländer überholt. Auch als Absatzmarkt ist China wichtig. Mehr als 5.000 deutsche Unternehmen sind in der Volksrepublik tätig. Eines davon, die Firma Weidmüller aus Detmold, Weltmarktführer für sogenannte Reihenklemmen, mit denen Kabel verbunden werden. Aufgrund der jüngsten Entwicklungen ist man vorsichtig geworden. Das größte Risiko? Das ist sicherlich USA, China, um die Taiwan-Frage. Da haben wir keinen Einfluss. Das ist eine Nummer zu groß für uns, ganz ehrlich. Der Worst Case sind immer Sanktionen oder sind Verbote oder sind Dinge, wie wir sie jetzt auch in Russland erleben. Im ersten Halbjahr haben vor allem Konzerne wie VW, BMW, Mercedes und BASF eine Rekordsumme von 10 Milliarden Euro in China investiert. Spätestens jetzt gelte es, sich breiter aufzustellen, mahnen Experten. China verfolgt seit 30 Jahren einen strategischen Plan. In Deutschland haben wir im Wesentlichen reagiert auf Krisen. Wir wissen jetzt, wir müssen auf die nächsten geopolitischen Schocks besser vorbereitet sein. Wir brauchen einen strategischen Gesamtplan. Doch das ist nur langfristig möglich. Ein Dilemma für die deutsche Wirtschaft und die deutsche Politik.